Meine Meinung zur aktuellen Weltlage ist, dass es schon kompliziert ist, weil es sehr viele Einschränkungen im privaten Bereich wie auch im öffentlichen Bereich gibt. Also manchmal schaue ich bewusst nicht auf die Medien, weil es mir dann schon zu viel wird, was alles über das Coronavirus berichtet wird. Wenn aber etwas Interessantes in den Medien steht, zum Beispiel wie viele Fälle gerade in unserem Bezirk sind oder wann die Schule wieder beginnt, lese ich es mir durch. Ich glaube aber, wenn wir uns an die Regeln halten, wird das Coronavirus schnell besiegt werden. Mein Tagesablauf hat sich nicht viel verändert. Ich kann länger schlafen, weil ich sonst in der Schulzeit immer sehr früh aufstehen muss. Ich mache meine Arbeitsaufträge immer am Vormittag. Am Nachmittag gehe ich dann meistens mit meiner Mama eine Runde walken. Also, wenn ich mich entscheiden würde, ich wäre lieber in der Schule, weil da ist es einfach mehr geregelter. Weil, wenn man jetzt zu Hause ist, muss man sich das alles selbst einteilen. Man lernt zwar, dass man sich selbst organisiert, aber ich finde es in der Schule einfach besser. Man sieht da seine Freunde und es ist einfach alles leichter. Ich finde es gut, dass man die Lehrerinnen und Lehrer immer kontaktieren kann, wenn man sich nicht auskennt. Bei der Schul-Homepage habe ich mich schon sehr gut ausgekannt. Doch manchmal bei den E-Mail-Schreiben gab es Probleme, da es überlastet war. Ich finde es auch gut, dass wir Online-Übungen machen, so in Englisch und manchmal auch in Mathe vertieft machen wir Online-Übungen, das finde ich sehr cool. Wir haben sehr viele Aufträge bekommen, also uns wird sicher nicht langweilig. In Deutsch war es ein wenig kompliziert, weil wir alles auf einmal bekommen haben und da muss man sich erstmal eine Ordnung schaffen. Google Classroom finde ich auch gut. Ich muss mich erst mal ein bisschen noch umschauen, aber ich kenne mich eigentlich schon ziemlich gut aus. Allgemein finde ich es, wie es gerade ist, in Ordnung, doch in der Schule ist es irgendwie doch besser.